Planung kommunaler Infrastrukturen erfordert vor allen Dingen eins: fundierte Kenntnisse über die demografische Entwicklung einer Stadt, einer Gemeinde, einer Region. Um das zu ermöglichen, bieten wir in unserem Portal Wegweiser Kommune eine eigene Bevölkerungsvorausberechnung an bis zum Jahr 2030, wo alle Kommunen in Deutschland mit mehr als 5000 Einwohnern sich fundierte demografische Prognosedaten downloaden können. Eine Erkenntnis aus der neuen Bevölkerungsprognose, die zwischenzeitlich online gestellt worden ist, ist die, dass Deutschland von der starken Zuwanderung demografisch profitiert hat. Gleichwohl haben wir eine große Heterogenität in der Entwicklung. Das heißt, dass weiterhin viele Regionen in Deutschland, vor allen Dingen abseits der Metropolen, stark altern und zum Teil auch stark schrumpfen. Gerade in diesen stark schrumpfenden Regionen werden wir über das Thema Infrastruktur neu nachdenken müssen. Das heißt, dass das, was die Bürgerinnen und Bürger gewohnt sind, eine hochwertige, qualitativ hochwertige Infrastruktur, die wohnortnah und kostengünstig ist, sich zukünftig verändern wird. Hier braucht es zur Anpassung an die demografischen Entwicklungen neue Konzepte. Die haben zum einen damit zu tun, dass wir vor allen Dingen uns daran gewöhnen, sehr stark vorausschauend Infrastrukturen zu planen und zu entwickeln, dass wir das Thema stärker regional denken und auch über eine Konzentration von Infrastrukturen in den Regionen nachdenken. Wir laden Sie herzlich ein, uns dazu zu begleiten, weil wir in den kommenden Wochen und Monaten gemeinsam mit der Wissenschaft diese Diskussion gerne befeuern möchten. Folgen Sie uns gerne im Wegweiser Kommune oder suchen Sie den direkten Kontakt mit uns.